Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück bei MySheesh. Wie versprochen, ab heute im neuen Setting oder im neuen Set hinter mir mit Aquarium. Ich habe hier einen kleinen Beistelltisch geholt. Da steht ab jetzt quasi die Pfeife. Ich sitze auf dem Schreibtischstuhl und das Einzige, was ich mir noch überlegen muss, ob ich mir hier noch ein kleines Podest oder so hinbaue, dass ich den Tabak nicht da oben hinstellen muss, weil ich glaube, ihr seht hier nicht wirklich. Aber ansonsten schreibt mir doch gerne bitte mal in die Kommentare, wie euch das neue Setting gefällt und ob ich vielleicht auch wieder zurück sein sollte zum alten. Einfach mal eure Meinung bitte rein und dann entscheiden wir spontan, wie wir die nächsten Videos zusammen gestalten werden. An der Stelle nochmal eine kurze Bitte von euch. Nur 15% der Leute, die diese Videos schauen, haben meinen Kanal auch abonniert. Und wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, den Kanal ein bisschen voranbringen wollt, wie Pipapo, ihr wisst, wie es läuft, drückt einfach mal unten auf Abonnieren. Lasst mir auch gerne ein Like da und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. So, genug gelabert vorweg von diesem ganzen Influencer-Kram. Worum soll es heute gehen? Es geht heute mal um einen Holstertabak und zwar um den Holster Eiskaktus. Dazu gekommen bin ich eigentlich relativ spontan. Ich wollte mir den Adalia Eiskaktus bestellen. Den gab es allerdings nicht mehr. Und da ich Bock hatte auf was Kaltes mit Kaktusnote, ist mir der Holster ins Auge gefallen. Preislich 200 Gramm. Wie Holster üblich 17,90 Euro. Wie ich finde, ein sehr, sehr nices Design auf jeden Fall. Kommt in den gleichen Dosen wie Almasiva zum Beispiel, weil die in der gleichen Fabrik hergestellt werden. Habt hier oben wieder so ein Gummideckel hier mit einer Alufolie, die könnt ihr dann abziehen. Und jetzt gucken wir uns mal den Schnitt und die Feuchtigkeit an. Die finde ich top. Also überschüssige Molasse habt ihr so gut wie gar nicht. Ja, der ist gut feucht und der Schnitt ist echt ein Traum. Der geht sehr gut zu bauen. Eiskaktus, ich glaube, da könnt ihr euch drunter vorstellen, was das ist. Es ist allerdings nicht wie beim Adalia Eiskaktus eine Kaktusfeige oder Kaktus mit Minze oder Menthol, sondern das soll direkt diese grünen kleinen Spitzen vom Kaktuseis sein. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr ansprechend und ich würde sagen, wir labern gar nicht mehr lange drumherum. Preis habe ich gesagt, Schnitt, Feuchtigkeit habt ihr gesehen. Wir gehen jetzt über zum Kopfbau und dann rauchen wir das Ganze mal. Bis gleich. So, willkommen zurück Leute im Kopfbau im Zeus. Das Ganze mit Smokebox 3 Kohlen ist jetzt schon eine Weile vorgewärmt. Wir rauchen heute das Ganze wieder in der VUCA mit einem schönen Lederschlauch und würde ich sagen, wir nehmen mal den ersten Zug Holster Eiskaktus. Kalt, sehr kalt. Ja, also Rauchentwicklung brauche ich, glaube ich, absolut nichts dazu sagen. Also rauchtechnisch ist Holster absolut krank, genauso wie Almasiva. Aber wie gesagt, selbe Fabrik. Wie ihr jetzt schon gemerkt habt, also erstmal Rauch vollkommen okay, immer noch. Aber wie ihr jetzt wahrscheinlich an meinem ersten Gesicht schon gesehen habt, kalt, sehr kalt. Ja, also das ist wirklich so eine Mentholnote, wo ich schon sagen würde, die ist mir zu stark. Übrigens, trotz der Mentholnote oder trotz dem Menthol, das schon drin ist und ihr dann nichts zugeben müsst, ist Holster Eiskaktus TPD konform. Die haben also quasi ein Menthol oder Minz-Flavor, Minz-Aroma, wie auch immer, Minz-Zusatzstoff oder Menthol-Zusatzstoff entwickelt, der TPD konform ist.
Und der hat's. Boah, der hat's wirklich in sich. Also, ihr wisst ja, ich mag das nicht, wenn das so kalt ist. Und das ist gut kalt. Das ist sehr gut kalt. Ja. Also von der Minznote würde ich schon fast sagen, die ist mir zu stark. Das dachte ich mir beim ersten Mal rauchen von dem Tabak auch. Allerdings muss man dazu sagen, wenn ihr das Ganze 5 bis 10 Minuten geraucht habt, ist die Mentholnote nicht mehr so stark. Die flacht dann etwas ab. Der ganze Tabak drückt nicht, er kratzt nicht und ich konnte ziemlich lange mit viel Geschmack rauchen. Also eigentlich die komplette Session durch. Ja, also von daher kann ich dem Tabak nichts vorwerfen. Kommen wir jetzt nochmal zum eigentlichen, dem Geschmack. Ich nehme dazu nochmal einen Zug. Also geschmacklich. Es soll ja nicht wie Eiskaktü eine Kaktusfeige oder ein Kaktus sein, sondern diese Spitze vom Kaktus-Eis. Und ich finde, die ist hier sehr, sehr gut getroffen. Klar, dass dieses Prickeln, Knistern im Mund, dass er das nicht hinkriegt oder dass das der Tabak nicht hinbekommt, das ist irgendwo klar. Aber vom rein Geschmacklichen, wenn ihr euch jetzt mal dieses Prickeln, dieses Knistern wegdenkt, ja, schmeckt der genau so. Also das ist absolut krass. Da fällt mir gerade auf, wir haben den Geruch vor uns noch vergessen und hier drüben habe ich die Dose, wir riechen noch mal kurz dran. Ja, riecht halt, ich weiß nicht, ob ihr schon mal an der Spitze vom Kaktuseis gerochen habt, aber ich schon. Und das riecht auch sehr, sehr ähnlich. Die Mentholnote kommt im Geruch gar nicht so stark rüber, wie sie eigentlich beim Rauchen ist. Aber ich finde, geschmacklich kommt er dem Geruch schon sehr, sehr nah. Wie würde ich das Ganze jetzt bewerten? Vergleichbar mit Adalia Eiskaktü ist er meiner Meinung nach auf jeden Fall schon mal nicht, weil das Ganze einfach in zwei verschiedene Richtungen geht. Adalia in die Richtung natürliche Kaktusfeige Kaktus und der hier in die Richtung Kaktuseis. Für einen Sommer wie jetzt, wo es richtig drückend warm ist, finde ich die Mentholnote gar nicht so schlecht, aber sie ist mir trotzdem zu stark. Dazu kommt der Geschmack von diesem Kaktuseis. Die Mentholnote übertüncht den Geschmack am Anfang, finde ich ziemlich stark, aber danach lässt sie halt nach 5 bis 10 Minuten und dann habt ihr den Geschmack von dieser Spitze vom Kaktuseis wirklich sehr, 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 sehr gut getroffen. Also, wenn ihr einen Tabak sucht, der nach dieser Spitze von dem Kaktuseis schmeckt und ihr auf eine gute, starke Mentholnote steht, dann würde ich euch den auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr allerdings was Natürlicheres sucht, ja, und eine nicht so starke Mentholnote, dann auf jeden Fall den Adalia Eiskaktü. Aber so und so, finde ich, macht ihr jetzt nicht unbedingt viel falsch mit dem Tabak. Er lässt sich sehr entspannt rauchen, er drückt nicht, der kratzt nicht. Er schmeckt gut, klar, die Mentholnote, wie schon 100 Mal jetzt vorher gesagt, ist ziemlich stark, aber die legt sich ja nach einer Zeit wieder. Ich rauche zurzeit ziemlich oft, ja, wie ihr gesehen habt, die Dose ist wirklich auch schon halb leer. Ja, wenn ihr auf dieses Mentholige steht und auf dieses Kaktuseis-Spitzengeschmack, dann holt euch ansonsten natürlich aus, wie gesagt, den Adalia. Und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer lasst mir gerne ein Like da. Über ein Abo würde ich mich freuen. Und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal hier bei MyShish.